Wie schon in der Vergangenheit stellt Lassie auf der IBC neue Festplatten vor. Diese Festplatten sind schon bekannt, die sogenannten Rugged-Festplatten, die also sehr stabil sind. Neu ist jetzt ein Modell mit dem Typ-C-Anschluss. Das ist also der Nachfolger des klassischen USB-Anschlusses. Vorteil ist, man kann das Kabel ja, so oder so rum reinstecken. Es gibt also kein oben oder unten mehr. Und klar, der üblich bekannte Vorteil ist natürlich auch, dass diese Platten einfach sehr robust sind. Das heißt, es passiert nichts, wenn sie einmal versehentlich runterfallen oder in meinem Fall absichtlich. Das war hier die USB 3.0 Variante und wir haben hier sonst noch die Thunderbolt Variante, die es auch als RAID gibt, also mit zwei Festplatten, entweder im RAID 1 Betrieb oder im RAID 0 Betrieb, wobei RAID 1 besonders sicher ist. Diese Festplatten schmeiße ich jetzt nicht runter, das ist ein im Porsche Design sehr edle Festplattenvariante, auch mit diesem Typ C Anschluss, den es eben jetzt immer häufiger gibt in den aktuellen Computern. Und dieses 2,5 Zoll Design gibt es mit bis zu 4 Terabyte Festplatte. Also das ist ein wirklich schöner, kompakter Würfel. Wie gesagt, der ist jetzt nicht zum Runterschmeißen, deshalb bleibt der hier auf dem Tisch. Und aber ist schön, weil wird komplett mit Strom versorgt. Wie gesagt, ich habe kein Kabel gewusst, weil ich auch nicht bei diesen kleinen Steckern rumfrickeln muss, wie rum der reinpasst. Ich stecke den rein, das passt. Und wir haben aber auch noch einen etwas größeren Würfel hier auf dem Tisch. Das ist ein RAID-System, wie eigentlich relativ unschwer zu erkennen ist. Hier passen 12 Festplatten rein und ich habe dann eine entsprechend hohe Kapazität. Aber die Besonderheit ist hier, dass es sich eben jetzt nicht um ein USB-RAID oder ähnliches handelt, sondern um ein Thunderbolt 3 RAID-System. Und das ist eben besonders schnell. Und ich habe jetzt hier Stefan von Lassie bei mir. Wie schnell ist denn dieses Thunderbolt 3 RAID-System? Also dieses Gerät kann bis zu 2400 Megabytes pro Sekunde leisten, also im, beim Lesen. Das ist ziemlich schnell. Und es basiert auf Thunderbolt 3, wie du das schon erwähnt hast. Hat 12 Festplatten, Enterprise-Class-Festplatten mit 5 Jahre Garantie. Das gesamte Gerät ist gewährleistet mit 5 Jahre Garantie. Und das ist also ziemlich schnell und ideal für Videoanwendungen, Post-Production. Das ist richtig schnell. Jetzt haben wir eine Demo hier gemacht mit Windows-Rechner, weil es noch keine Macs auf dem Markt gibt. Wir warten natürlich drauf. Unsere Geräte sind jetzt Windows-kompatibel und funktioniert dann los. Hier kann man auch zum Beispiel einen Bench-Test sehen davon. Dazu gibt es eine verbesserte RAID-Management-Software, die wir auch liefern dabei. Die ermöglicht ganz einfach die Erstellung von RAIDs, RAID 0, RAID 1, 10, 5, 6, 60, 50 oder auch sogar JBOD, was auch ziemlich einfach und praktisch ist zu benutzen. Also es ist vielleicht richtig sehr komplex. Als kleine Ergänzung nochmal, also die ganzen RAID-Levels sind natürlich toll. Bei 12 Platten, da besteht ja immer die Möglichkeit, keine Ahnung, eine Platte wird mal versehentlich rausgezogen oder so sehen die also aus. Oder sind dann kaputt, das Gerät meldet dann, irgendwas ist nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte. Ja. Ja? Und bei einem RAID 5 wäre das jetzt nicht schlimm, wenn eine Platte mal eben gerade spazieren geht, weil alle Daten redundant, daher kommt ja auch dieser RAID-Begriff, vorhanden sind. Genau, ich kann das so muten. Und aber das Rebuild wird trotzdem im Hintergrund laufen und das Gerät wird wieder heile. Okay, also er piepst so lange, bis ihm wieder gut geht. Genau. Und man sieht, man hat hier an der Seite so ein kleines Lämpchen, was signalisiert, ob eine Festplatte angemeldet ist oder nicht. Ja? Im konkreten Fall ist die eine, die wir jetzt noch reingesteckt haben, noch nicht angemeldet, aber die unterhalten jetzt, sich. Jetzt wird das ganze RAID rebuilt. Also jetzt ist es wieder da? Jetzt ist es wieder da. Okay, und leuchtet wieder blau. Natürlich ging das super schnell, weil wir so gut wie keine Daten geschrieben haben. Mhm. Deswegen wurde der Test also ziemlich schnell erfolgreich und das Volumen wurde schnell wieder erstellt. Aber angenommen, es wäre voll, dann würde es länger dauern. Aber in die richtige Welt, dann zieht man die Platte aus, die kaputt ist, die ersetzt man durch eine neue Platte natürlich und das wird automatisch gemacht. Und dann erfolgt das Rebuild im Hintergrund. Ja. Also Empfehlung von uns bei 12 Platten wäre eigentlich ein RAID 6. Das heißt, bei einem RAID 6 können bis zu 2 Platten ausfallen, ohne dass die Daten, die sich darauf befinden, verloren gehen. Richtig. Man könnte auch in der Konfiguration eine Spare integrieren. Angenommen, man nimmt einen RAID 6 mit 2 Platten, die ausfallen können. Und da, ich nehme nur 11 Platten für den RAID und ich reserviere eine Platte als Spare. Falls eine Platte ausfällt, dann wird diese automatisch ausgenommen und ersetzt die defekte Platte.
Also muss ich gar keine Platte vorhalten, sondern er hat dann einfach schon eine, die bereitsteht. Mit 12 Einschübe hat man genug Kapazität, 96 Terabyte, um wirklich so eine Konfiguration einzusetzen. Also welche Ausstattungsmerkmale gibt es? Sprich, also kauft man das leer oder immer mit Festplatten? Nein, das kauft man. Bei uns haben wir immer uns bemüht, die besten Platten zu nehmen, und wir konfigurieren die Geräte vor, also in der Factory. Und wir verkaufen immer unsere Produkte mit Platten. Mhm. Zertifiziert, bestimmte Firmware. Wir entwickeln keine spezielle Firmware für Lassie, aber wir testen besondere Konfigurationen, und deswegen verkaufen wir unsere Geräte ausschließlich mit Platten, mit unseren Platten. Und es ist auch jetzt kein Zufall, dass da Seagate-Festplatten drin sind, denn wer das weiß, Seagate ist die Mutterfirma sozusagen, ne? Also Lassie gehört zu Seagate. Lassie wurde vor 5 Jahren von Seagate aufgekauft, und wir profitieren von der Erfahrung von Seagate. Die besten Platten, Enterprise Class in diesem Fall, sehr zuverlässig und zum sehr guten Preis für den Anwender. Der Preis dafür steht noch nicht fest, aber wir werden wirklich uns bemühen, dass dieser Preis so niedrig wie möglich ist. Ja, okay, also vielleicht auch zur Erklärung. Wir haben jetzt gesagt, das ist ein Thunderbolt 3 Speicher. Ja. Jetzt haben natürlich viele Geräte nicht automatisch Thunderbolt 3. Wir sehen zwar, dass bei den besseren Laptops der neueren Generation Thunderbolt 3 jetzt häufiger auch vorhanden ist. Wir haben hier ein Gerät von Dell, auf der anderen Seite steht ein Gerät von HP. Dort haben wir also Laptops, die dann tatsächlich in der Lage sind, diese superschnellen Geschwindigkeiten von diesen RAIDs abzurufen. Und im Desktop-Bereich, das ist ganz interessant, da gibt es einige Mainboards, die auch Thunderbolt 3 mitbringen. Ja. Es gibt aber bei ganz vielen Mainboards, und das betrifft auch die Systeme, die wir jetzt anbieten, also unsere Magic Max-Serie, Magic Max in der Standardausstattung, aber auch der große Magic Max 4K, da kann man eine Zusatzkarte integrieren, und mit dieser Zusatzkarte hat man dann auch Thunderbolt 3. Und das ist natürlich dann wirklich sehr spannend, weil wenn man sich jetzt vorstellt, man hat seinen Schnittplatz und möchte den mit einem sicheren und superschnellen Speicher ausstatten, dann ist das mit so einer externen Lösung, die noch dazu schön ausschaut, wirklich gut zu machen. Man muss nur diese zusätzliche Karte integrieren, und wir haben schon gesagt, wir werden dieses Gerät auf jeden Fall, dieses Big 12 Big, auf jeden Fall ins Programm nehmen und werden dann einfach Kunden, die bei uns ein Komplettsystem gekauft haben, neueren Datums, also ab 2016 betrifft es eigentlich alle Systeme, die können diese Erweiterungskarte haben. Ja. Werden wir die Erweiterungskarte einfach oben drauflegen, damit sie auch die volle Geschwindigkeit nutzen können. Wunderbar, da freue ich mich drauf. Ja, also ich glaube, wir haben das hier gesehen und fanden es echt klasse, weil es ist ja so, wenn man internes RAID hat im Rechner, ist das auch eine schöne Sache. Man hat eine sehr hohe Leistungsfähigkeit bei internen RAIDs. Aber es ist natürlich so, wenn eine Platte ausfällt, dann muss man den Rechner aufschrauben und irgendwie eine Platte rausziehen. Das ist hier haptisch und auch von den einzelnen LEDs sehr klar gelöst. Also es ist irgendwie auch ein sicheres Gefühl. Und wir haben auch verstanden, der Controller, der hier drin ist, ist ja leistungsfähig, weil ja selbst in so einem RAID-System, wo ja Daten redundant gespeichert werden, diese enormen Geschwindigkeiten erreicht werden. Ja, und was auch interessant ist mit diesem Gerät, ist, dass es extern ist, es nimmt trotzdem relativ wenig Platz auf dem Schreibtisch. Ja. Wir haben dieses Gerät als Desktop gedacht, weil wir wollten, dass die Leute auch, egal wo sie sich befinden, kleineren Unternehmen, die Post-Production machen müssen und so weiter, dass diese Leute auch in der Lage sind, ein Gerät zu nehmen, was nicht zu viel Platz nimmt und trotz alledem leise ist. Wir haben Noctua-Lüfter zum Beispiel da drin, die sehr leise drehen und die sehr leise sind. Sehr langsam drehen, sorry, und sehr leise drin sind. Und das ist sehr wichtig für den Anwender, dass sein Arbeitsplatz komfortabel bleibt, gemütlich und leise. Ja. Unsere Komplettsystem haben auch Noctua-Lüfter. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja, eine gute österreichische Firma übrigens. Eben. Also manchmal kommt die Technik auch gar nicht aus Fernost, sondern in dem Fall lokal. Und Lassie ist, wie wir wissen, ein französisches Unternehmen. Ja, ursprünglich. Wir sind jetzt natürlich von Seagate aufgekauft worden, aber wir haben immer noch Leute an der Forschung und Entwicklungsabteilung in Paris. Und ich bin Franzose, das haben Sie wahrscheinlich bemerkt. Ach so, ja. Ja, genau. Und es gibt andere Kollegen, die aus Frankreich stammen. Also das ist ein sehr internationales Unternehmen eigentlich. Ja. Voilà. Okay. Also
wie gesagt, eine überzeugende Lösung. Ich fand jetzt auch sehr spannend, wir haben ja hier jetzt einen Test von der Geschwindigkeit. Ja. Wir können aber auch sehen, wir haben jetzt momentan diese Verwaltungssoftware offen, mit der man das RAID einrichtet. Vielleicht können Sie uns das ein bisschen zeigen, wie das aufgebaut ist. Also die 12-Wege Thunderbolt 3 wird mit einer neuen Version von Lassie RAID Manager geliefert, die Version 2. Und diese Version 2 wurde total verbessert. Die ist viel einfacher zu bedienen, einfacher zu verstehen, klarer. Die Userfreundlichkeit oder die Benutzerfreundlichkeit ist viel besser. Und ich kann zum Beispiel bestimmen, gucken, wo meine Platte sich befinden, ob sie in Ordnung sind und so weiter. Ich kann auch zum Beispiel im Maintenance-Tab kann ich einen programmieren, wie oft ich meine Festplatten prüfen möchte, ob einzelne Festplatten oder ganze RAID. Und ich kann bestimmen, zum Beispiel jeden Montag werde ich einen Consistency-Check machen oder ob ich die Background Initialization aktivieren möchte und so weiter und so fort. Das ist also ziemlich einfach und besser zu bedienen als vorher. Dann gibt es andere Settings, zum Beispiel wie die Initialisierung, Synchronization, Rebuild und so weiter. Ich kann bestimmen, wie schnell das laufen soll. Angenommen, wir haben in der Agentur zum Beispiel oder in Post-Production-Unternehmen ein großes Projekt fertig zu machen bis Freitagabend und eine Festplatte ist defekt. Dann kann ich die Leute arbeiten lassen und am Freitagabend werde ich die Rebuild Rate deutlich erhöhen, sodass es am schnellsten am Wochenende läuft und sodass ich sicher bin, dass das Rebuild zu Ende ist, wenn die Leute zurück zur Arbeit kommen am Montag zum Beispiel. Und dann kann ich das wieder auf die normale Werte setzen. Und hier sehen wir auch die Auto-Rebuild-Funktion. Genau. Das heißt, die Funktion, wenn ich ein Spare habe, dann würde das System automatisch auf dieses Spare ein Rebuild durchführen, also das RAID wiederherstellen. Das ist richtig. Ich kann auch zum Beispiel, wenn ich mehrere RAIDs habe, nur einen Spare-Festplatte haben, dann ist es eine Global Spare oder ich kann eine Spare-Platte pro RAID haben. Mhm. Natürlich ist es einfacher, wenn man nur eine Spare hat, auch für mehrere Volumes, dann das nimmt weniger Speicher ab. Und wir sehen, ganz unten gibt es die Möglichkeit, den Alarm an- und auszuschalten, also man hört auch das was. Das kann man, wie ich das früher gemacht habe, auf dem Knopf oder hier deaktivieren. Und dann gibt es Informationen wie Notifications, dann sehen Sie hier aus die Warnungen, Informationen und Errors. Aber ich kann auch bestimmen, ob diese Informationen an irgendeine E-Mail-Adresse geschickt werden. Zum Beispiel der Administrator bekommt automatisch gefiltert Warning, Errors oder Informationen. Voilà, dann natürlich noch nicht aktiv, weil die Software noch nicht verfügbar ist, aber automatische Updates, Lassie RAID Manager, RAID Firmware Version und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, alles. Ah ja, was ich vergessen habe zu sagen, ist, dass diese Software auch demnächst auf Deutsch verfügbar sein wird. Unter anderem auch Französisch, Spanisch und Italienisch und anderen Sprachen. Was ich gesehen habe, als ich das Gerät von der Rückseite her betrachtet habe, es gibt also hier nicht nur einen Thunderbolt 3 Anschluss, sondern es gibt zwei. Das heißt, ich kann die hintereinander schalten, also daisy-chainen. Könnte also, wenn ich einen großen Schreibtisch habe, auch gleich mehrere solcher Systeme mir hinstellen. Also, oder ein anderes Thunderbolt 3 oder 2 Gerät dahinter. Ne? Also die Thunderbolt 3 Schnittstelle ist wie die Thunderbolt 2 und Thunderbolt 1 Schnittstellen so gebaut, dass man mehrere Geräte verketten kann, bis zu 6 Geräte in einer Kette. Und man kann auch nicht nur Storage, sondern auch IO-Modules, Monitore anschließen in dieser Kette. Das ist natürlich sehr praktisch für Post-Production-Anwendungen oder Production-Anwendungen. Und ich kann aber heute noch keine Thunderbolt 2 anschließen ohne einen Adapter. Man braucht einen bestimmten Adapter, um Thunderbolt 2 Geräte anzuschließen. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Das ist ein anderer Stecker, also ein anderes Kabel. Genau. Es gibt so kleine Adapter, die liegen im Preisbereich von etwa 100 Euro, wo ich also einen Thunderbolt 3 Stecker habe und komme auf Thunderbolt 2 dann, sodass ich eben im Video-IO-Bereich sind ja die meisten oder eigentlich praktisch alle Lösungen, die es momentan gibt, sind Thunderbolt 1 oder Thunderbolt 2. Da müsste ich so einen Adapter einsetzen. Aber ich habe auch entdeckt, es gibt
neben diesen zwei Thunderbolt 3 Anschlüssen gibt es noch einen weiteren USB-C Anschluss. Was hat es denn mit dem auf sich? Dieses USB Anschluss ist da nicht für hohe Geschwindigkeit, es ist nur eine Art Kommodität oder das ist, es ermöglicht den Anwender, der keinen Thunderbolt 3 Anschluss sich an dem Turm anzuschließen, um Daten rüberzuziehen zum Beispiel oder zu kopieren. Aber die Geschwindigkeit ist deutlich niedriger, um die 400 Megabyte. Das ist wirklich nur Kommodität. Also. Ja.